Wahnsinn, wow, Wahnsinn, was einfach Frankfurt hier geleistet hat. Wie sehen Sie das als Spieler? Wie ist dieses Erlebnis? Ja. Wahnsinn einfach. Ich glaube, dafür gibt es kein Wort. Niemand hat es erwartet. Wenn man ehrlich ist, hat es niemand erwartet. Alle dachten, wir kommen her und Barcelona schießt uns aus dem Stadion. Und wir wussten, dass wir sehr viel leiden müssen, dass Barcelona sehr, sehr viel Ballbesitz haben wird, dass sie aber auch ihren selben Stil spielen werden. Und dagegen müssen wir angehen. Wir müssen in 90 Minuten oder mindestens 90 Minuten sehr, sehr konzentriert sein. Und die Chancen, die wir nach vorne kriegen, die Konter, die wir dann gespielt haben, auch, da mussten wir effizient sein. Und das haben wir heute mit Bravour gemacht. Was war denn am Ende der Schlüssel zum Erfolg? Also, Sie haben es gerade gesagt, die Mannschaft hat eigentlich nie aufgegeben. Selbst als es 3-0 stand, hatte man nicht den Eindruck, dass man sich hinten nur noch reinstellt. War das vielleicht genau der Schlüssel zum Erfolg, dass man die ganze Zeit mutig war auch, direkt von Beginn an? Du bist natürlich auch, wenn es 2-0 steht in Barcelona und du kriegst ein Gegentor, dann wird es wahrscheinlich wieder schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen weiter so verteidigen, aber wir spielen trotzdem aufs dritte Tor und wollen es 3-0 machen. Und wenn es geht, das 4-0. Dass wir da natürlich auch ein bisschen mehr Ruhe haben. Und das haben wir, wie gesagt, mit Bravour gemacht. Und man sieht, am Ende ist es dann noch 3-2 ausgegangen. Deswegen war es perfekt, so wie es war. Man sieht in Ihrer Hand ein bisschen Eis. Das stört dann auch nicht mehr, ne? Nach so einem Spiel, oder? Ist heute, es schlimm? Nicht wirklich. Weiß ich noch nicht. Heute stört es auf jeden Fall nicht. Aber irgendwie draufgefallen. Ich glaube, bei meinem Elfmeter am Ende, oder? Bei dem Elfmeter am Ende, aber okay. Schauen wir mal. Halb so wild. Ne? Wie sieht die Nacht heute noch aus? Nee, schauen wir mal. Da geht noch was. Insgesamt Europa League. Frankfurt, das passt. Jetzt ist es wieder das Halbfinale, genau wie 2019. Geht sogar vielleicht noch ein bisschen weiter. Darf man träumen vom großen Finale in Sevilla? Naja, jetzt stehen wir im Halbfinale. Wir wollen natürlich so weit wie möglich kommen. Jetzt sind wir 2 Spiele vor dem Finale. Es wird genauso intensiv, genauso schwierig, weil die Mannschaft, die jetzt kommt, will natürlich auch ins Finale. Aber wir haben heute vor allem gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen. Und natürlich ist es das große Ziel, dann so weit wie möglich zu kommen. Und natürlich wollen wir ins Finale, ist doch gar keine Frage. Falls Sie nicht gehört haben, also die Jungs wollen hier ein bisschen gefeiert. Deswegen ab zu den Fans, genießen Sie es auf jeden Fall, diesen Abend hier in Barcelona. Wir sagen danke Kevin Trapp, wir sagen auch danke Joachim Lambi, dass du hier bei uns warst heute. Wir machen natürlich noch ein bisschen weiter. Der Abend hier geht weiter. Wir wollen natürlich, wir haben es gerade schon gesagt, auf den Gegner der Frankfurter schauen. Ist es denn jetzt West Ham United geworden oder Olympique Marseille? Hier kommt